Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, also folgen gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einem Shop vom 26.08.2019. Wir haben einen neuen Skin und eine neue Picke, zudem haben wir auch ein Gameplay. Wir fangen aber erstmal an mit dem Infinity, der war ja gestern schon im Shop. Und da gucken wir uns einfach nur die Benotung an. Übrigens, das Video dazu ist verlinkt. Das heißt, die Benotung von dem ist eine 4,18 von 5 bei 17 Votes zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 11 Reminders. Gut, ja, übrigens mega geiles Gameplay, das ist der absolute Mac-Killer gewesen, der Typ. Super cool, also eins der besten Skin-Gameplays, die wir überhaupt gemacht haben bis jetzt. Ja. So, Starstrike, der Sternenschlag für 800 V-Bucks, mega geil. Ja, wie gibst du den? Ja, haben wir ja gestern schon bewertet. Achso, dann kommen wir. Den hat er übrigens auch gehabt im Gameplay. Ja? Ja. Okay. Eine Benotung von 3,14 von 5 bei 7 Votes und 4 Reminders. Dann die Eternal Zero hat eine Benotung von Eternal Zero hier 4,5 von 5 bei 12 Votes und 34 Reminders. Ja, das war's von dem Set. Jetzt kommen wir zu. Was ist denn hier? Ah, das ist auch neu. Das ist eine neue Picke. Okay. Snowstrike. Snowstrike für 15 V-Bucks finde ich ganz cool, kriegt von mir 8 von 10. 8 von 10? Ja. Von mir kriegst du Snowstrike. Ich weiß nicht genau. Du gibst dir 8 von 10. Mhm. So, auch 8 von 10. 3,285 bei 25 Wars, was am 8. Februar 2019 schon gewesen, 76 Mal und 31 Reminders. Dann kommen wir zu der Starter Decks. Ja, die ist schon oft drin gewesen, kriegt von mir 6 von 10. Auch 6 von 10. Eine Benotung von 3,985 bei 63 Votes, was beim 13. Juli 2018 Shop gewesen ist, also dem 18. Mal und 201 Reminders. Relay? Der Relay, ist ein Standard-Skin, finde ich aber gar nicht so schlecht. Kriegt von mir 5 von 10. Für 800 4 von 10. 3,225 bei 23 Votes, was am 9. Juni 2019 schon gewesen, so den 4x und 7 Reminders. Kommen wir zur Intensity. Mega geil, habe ich mir selber geholt und ich liebe diesen Emote. Das ist unser Techno-Wikinger für 800 V-Bucks, 10 von 10. Ja, auch. Oh. Intensity hat eine Benotung von 3,84 von 5 bei 51 Votes am 27. August 2018 im Shop gewesen, seit 10 Mal und 84 Mal anders. Dann kommen wir zum Drum Major. Drum Major, mega cool. Ja, 9 von 10. 10 von 10. Fortbewegungs-Emote, okay. Geil. 3,52 von 5 bei 21 Votes am 21. März 2019 im Shop gewesen, seit 5 Mal und 29 Mal anders. Dann kommen wir zu Rock Paper Scissors. Habe ich mir selbst gekauft, 10 von 10 ist einfach. Mega cool, auch 10 von 10. 4 von 5 bei 11 Votes und zum ersten Mal am 4. April 2018 im Shop gewesen, seit dem 11. Mal und 46 Reminders. Und dann kommen wir zu Tsuki. Tsuki finde ich auch cool, kriegt von mir 8 von 10. 7 von 10, 4,14 von 5 bei 36 Votes, zum ersten Mal am 21. Juli 2019 im Shop gewesen, seit dem 6. Mal und 109 Reminders. Gameplay von Tsuki auch oben in der Ecke verlinkt. Copper Wasp. Copper Wasp hat eine Benotung von 2,78 von 5 bei 23 Votes vom 21. Juli 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und 4 Reminders. Power Punch. Power Punch, der ist neu jetzt hier. Punch. Overload them. Ja. Dreh den mal bitte ein bisschen. Der sieht schon cool aus. Ja. Kriegt von mir eine Benotung von 8 von 10. Auch 9 von 10. Ich finde, der sieht cool aus. 4,5 von 5 bei 2 Votes und 2 Reminders. Stinger. Klick mal bitte durch. Stinger? Soll ich durchklicken? Ja, okay. Für 300 V-Bucks. Zack, zack, no. Zack, 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 zack. Ja, also mein Ding ist es jetzt nicht so ganz 6 von 10. Von mir auch 6 von 10.
einem Lohn von 3,5 von 5 bei 6 Votes zum ersten Mal am 21. Juli 2019 im Shop gewesen. Seitdem zweimal und zwei Reminders. Dann kommen wir auch schon zu den neuen Items. Also erstmal der Phoenix. Mega der Phoenix cool. Schade, dass es kein Waschbär ist, ja, sondern ein Fuchs. Aber ich finde den richtig cool. Kriegt von mir 10 von 10. Zoom mal bitte an den ein bisschen ran hier. Also der sieht geil aus. 10 von 10. Um die Nieten dran. Was hat denn da hinten auf dem Backpack? Was steht da drauf? Kann man nicht sehen. Kann man nicht sehen. Aber das wabbelt. Bewegt es mal. Ah, die Dinger wabbeln hinten. Cool. 10 von 10. 10 von 10, absolut. Mega geil. 3,5 von 5 bei 4 Votes und 48 Reminders. Auch ein Gameplay dazu. Ja. Spy Clone. Für 500 V-Bucks. Klick mal auf das Swing-Tool, bitte. Ja, also den finde ich, kann ich überhaupt nichts mit anfangen mit dem Ding. 4 von 10. Klickt von mir 3 von 10 nur. Keine Benotung und 2 Reminders. Ja. So, jetzt bewerten wir den Shop. Und ja, ich habe schon eine Meinung zum Shop, weil ich sag's mal so, der Shop ist eigentlich in Ordnung, deswegen kriegt er von mir nichts mehr, weil Love It reicht nicht. Von meiner Seite wäre es ein Love It. Ich finde Phoenix geil, ich finde Zuki. Guck, dann machen wir jetzt mehr draus. Infinity geil. Intensity geil. Drum Major geil. Snowstrike ganz cool. Rock Paper Scissors. Das sind eigentlich kaum Items, die nicht gut sind. Gut, dann kriegt ihr halt ein Love It. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal kostenlos. Und use unseren Supporter Creator Code auf Vordergleich.tv. Bis dahin, haut noch rein. Und